Ich stehe hier am Lützestand auf der SPS IPC Drives 2018 mit Udo Lütze, dem Inhaber der Lütze International Group. Herr Lütze, Sie feiern dieses Jahr 60-jähriges Firmenjubiläum und wie so manche Erfolgsgeschichte startete das Unternehmen in einer Garage. Wo aber sehen Sie das Fundament für Ihren Erfolg? Ja, sicherlich nicht in der Garage. Das Fundament lag natürlich woanders. Das Unternehmen wurde in den späten 50er Jahren gegründet. Das war eine Zeit des Wirtschaftswachstums. Da hat sich im Land sehr viel getan, sehr viel entwickelt und da war ein recht hoher Bedarf an Innovation und auch an neuen Lösungen, neuen Produkten. Und mein Vater hat hier eine recht einfache Erfolgsformel, die natürlich auch heute noch gilt. Und das ist, frag den Kunden, wo der Schuh drückt, frag den Kunden, was er braucht und frag den Kunden, was für ihn wichtig ist. Dann stand Kundennähe von Anfang an im Mittelpunkt. Ja, auf alle Fälle. Also Kundennähe war für uns schon immer wichtig. Wir sagen auch heute noch, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung ist es ganz, ganz wichtig, dass man nicht alles elektronisch macht, nicht alles über die Cloud abwickelt, sondern auch ganz gezielt den persönlichen Kontakt weiterhin pflegt. In den 70er Jahren startete dann die Revolution im Schaltschrank mit ihrem kanallosen Verdrahtungssystem. Ja, auch das ist ein Produkt, eine Lösung, die zusammen mit unseren Kunden entstanden ist. Da waren Maschinenbauer, die auf meinen Vater zugekommen sind und ihn gefragt haben, schaffen wir es, die Steuerung kompakter aufzubauen? Können wir Platz im Schaltschrank sparen? Das war seinerzeit das ganz, ganz große Thema. Deswegen kam er auf die Idee mit dem LSD-Verdrahtungssystem, wo wir dann ja, gute 30% Platz sparen konnten. Das war natürlich schon signifikant zu dieser Zeit. Und wir haben die Technologie natürlich weiterentwickelt und das gegenwärtige Produkt Airstream, das wir hier auch hinter uns sehen, ist ein Verdrahtungssystem, das komplett neue Wege geht und natürlich auch sehr, sehr innovativ ist. Können Sie das etwas näher erläutern? Ja, sicherlich. Bei Airstream sind wir nicht hergegangen und haben gesagt, wir wollen das Produkt LSC verbessern, sondern wir haben uns gefragt, was braucht der Kunde tatsächlich? Was für ein Bedarf existiert am Markt und wo können wir den Kunden helfen? Und deswegen sind wir komplett neue Wege gegangen. Innovation bedeutet nicht unbedingt dem Kunden das zu geben, was er braucht oder was er haben möchte, sondern mehr das, was er braucht, aber im Augenblick noch nicht unbedingt weiß, dass er es braucht. Und wie man sieht, setzen Sie vermehrt auf besonders effiziente und langlebige Produkte. Warum? Ja, das ist relativ einfach. Wir wissen, dass Ressourcen nicht endlos sind. Es gibt eine gewisse Menge, die wir haben. Es gibt auch Energieprobleme, die wir haben mit der Beschaffung, mit dem Übertragen und so weiter. Und da stellen wir uns natürlich schon die Frage, wie können wir auch unseren Kunden helfen, dass die Produkte, die sie von uns kaufen, nachhaltig langfristig einsetzen können. Also die Wegwerfgesellschaft, an der wollen wir nicht teilnehmen. Deswegen haben wir auch gesagt, dass wir mit unserer Initiative Sky Blue ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit setzen möchten. Was beinhaltet Ihre Nachhaltigkeitsinitiative Sky Blue? Ja, Sky Blue bedeutet für uns eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, dass wir selber intern in der Lütze-Gruppe darauf achten, dass unsere Produkte nachhaltig entwickelt werden, aufgebaut werden, gefertigt werden aus nachhaltigen Rohstoffen, auch energiesparend entwickelt werden. Es gibt natürlich viele Vorteile für den Kunden und für den Kunden von seiner Seite wollen wir darauf achten, dass er die Produkte dann auch nachhaltig langfristig einsetzen kann und auch selber damit Energie sparen kann. Dabei haben Sie sicher auch die digitale Transformation und Industrie 4.0 im Blick. Wer hat das nicht? Ich meine, das sind Themen, die treffen heutzutage bei jedem an. Und Industrie 4.0 ist bei uns sehr, sehr wichtig. Auch wiederum mit Airstream, da haben wir sehr stark digitalisiert. Wir haben mittlerweile sehr viele Helferlein zur Berechnung der thermodynamischen Verhältnisse im Schaltschrank. Also wie verteilt sich die Energie, wie verteilt sich die Wärme? Ganz, ganz wichtig, um kompakte, effiziente Schaltschränke aufzubauen. Wir haben einen Konfigurator, womit man die Technologie aufbauen kann. Das Gleiche gilt auch für unsere Lockbox und Elkis, diese Produkte. Also ich denke, da gehen wir schon in die richtige Richtung. Herr Lütze, vielen Dank für den interessanten Einblick in Ihr Unternehmen.